Liebe Zuschauer, zuletzt haben wir eine wahre Rohstoff-Rallye gesehen. Da fragt sich jetzt vielleicht der eine oder andere Anleger, gerade jetzt auch was das Kupfer betrifft, kann man an der Rallye noch teilhaben und wenn ja, wie? Oder ist es jetzt vielleicht schon zu spät? Genau das schauen wir uns jetzt in dieser Sendung an und dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich mir über Skype zugeschaltet David Hartmann von Vontobel. Herr Hartmann, schauen wir erstmal auf die Ursachen. Also Rohstoff-Rallye, jetzt blicken wir aber erstmal aufs Kupfer und da haben wir ja wirklich jetzt Kupferpreise gesehen, über 10.000 US-Dollar pro Tonne. Wo sehen Sie hier die Hintergründe? Ja, in dem Fall ist es wirklich einfachste Marktwirtschaft. Es ist so, Preise ergeben sich eben aus Angebot und Nachfrage. Schauen wir uns zunächst die Angebotsseite an. Hier ist es so, dass wir in jüngerer Vergangenheit eben beobachten konnten, dass pandemiebedingt eben die Fördermenge von Kupfer gedrosselt werden musste. Das ist schon mal ein Faktor, der sich natürlich preissteigernd auswirkt. Und auf der anderen Seite ist eben die Nachfrageseite. Da hat die Nachfrage doch deutlich zugenommen. Hier betreten auch neue Branchen so ein bisschen den Markt, die früher eher eine untergeordnete Rolle gespielt haben. Als Beispiele kann man hier erneuerbare Energien, aber auch die Elektromobilität nennen. Das heißt, die Nachfrage steigt. Das ist dann auch ein weiterer Effekt, der sich eben auf Preissteigerungen begünstigt auswirkt. Bei einer abnehmenden Angebot, das heißt im Endeffekt lässt sich dadurch eben der Anstieg des Kupferpreises dadurch erklären, dass die Nachfrage steigt und das Angebot reduziert wurde. Jetzt stellt sich bei so einem Anstieg natürlich immer die Frage, wie lange kann der noch weitergehen? Und wenn wir jetzt mal die Gründe, die Sie gerade aufgezählt haben, zugrunde legen, sprechen die dann dafür, dass es noch weiter aufwärts geht? Also sprich, wie viel Potenzial trauen Sie dem Kupferpreis hier noch zu oder war es das jetzt erstmal? Er ist zumindest nicht unrealistisch, dass Kupfer auch in Zukunft weiter steigen wird. Also auf der Angebotsseite ist es sicherlich so, die Pandemie, die verliert natürlich an Einfluss. Das bedeutet, die Drosselung der Fördermengen, das wird natürlich jetzt dann auch wieder eine untergeordnete Rolle einnehmen. Sprich, die Kupferförderer werden bald wieder auf Normalzustand zurückkehren. Ganz im Gegenteil, es ist sogar so, natürlich wächst da auch die Begehrlichkeit bei den Kupferproduzenten, wenn der Preis steigt. Das bedeutet, man wird natürlich versuchen, mehr Kupfer zu fördern. Aber auf der Nachfrageseite ist es eben auch so, dass die Nachfrage wahrscheinlich doch zukünftig noch deutlich steigern wird. Das ist so, Kupfer brauchen sie überall, wo sie eben Elektrizität einsetzen. Kupfer ist ein unheimlich effizienter Leiter. Es sind im Endeffekt die Adern, die eben die Elektrizität zum Laufen halten, die bestehen aus Kupfer. Solange solche Zukunftsthemen eben wie Elektromobilität eben auch zunehmend an Bedeutung gewinnen und dort die Nachfrage steigt, also beispielsweise für ein Elektroauto brauchen sie die vierfache Menge an Kupfer, als sie das bei einem herkömmlichen Verbrennungsmotor brauchen. Und dementsprechend sollte die Nachfrage auch zukünftig weiter steigen. Von daher ist es nicht unrealistisch, dass auch zukünftig der Kupferpreis weiter steigen wird. Also das hört sich ja sehr optimistisch an von Ihrer Seite, weil immer wenn es irgendwo gut gelaufen ist, wenn wir eine Rallye gesehen haben, fragt man sich eben, kann die noch weitergehen und dementsprechend kann ich da quasi noch mitmachen, kann ich da noch teilhaben oder bin ich jetzt schon zu spät dran? Was ist da gerade Ihre Ansicht, was Anleger betrifft? Sollten die jetzt und in welcher Art und Weise könnten die auf Kupfer setzen? Ja, wie gesagt, also es ist nicht unwahrscheinlich, dass Kupfer weiterhin steigen wird und für Anleger, die daran glauben, das ist natürlich ein Bereich oder ein Beispiel, wo Zertifikate ihre Stärke ausspielen. Zertifikate haben den Vorteil, dass sie eben auch Assetklassen investierbar machen für Endanleger, die sie vielleicht so sonst gar nicht investieren könnten. Also die wenigsten von uns werden natürlich auf die Idee kommen und wenn sie in Kupfer investieren wollen und werden sich physisch eine Tonne Kupfer kaufen, die zu Hause im Keller lagern, um sie dann zukünftig gewinnbringend zu veräußern. Und da können sie eben den Umweg über Zertifikate gehen und können dort eben in Kupfer investieren. Also auf die Art und Weise kann ich, ohne mir jetzt eine Tonne Kupfer in den Vorgarten stellen zu müssen, quasi auf Kupfer, auf den Kupferpreis setzen. Wie sieht es jetzt, wenn man ein bisschen weiter denkt, aus? Also auch Kupferproduzenten, gibt es da auch Möglichkeiten oder sind die auch anzuraten aus Ihrer Ansicht? Ja, das ist natürlich ein Gedanke, der sich logischerweise auch aufdrängt, dass man sagt, wenn jemand etwas produziert, das zukünftig stark nachgefragt wird, dann sollten bei dem auch die Geschäfte gut laufen. Und da ist natürlich auch die Investition in eine Aktie bzw. eine Kupferaktie eben auch eine Möglichkeit,
um am Kupfertrend zu partizipieren. Von daher, da kann man sich eben Aktien von Unternehmen aussuchen, die in der Kupferbranche engagiert sind. Das sind die BHF Group, Glencore oder Freeport-McMoRan und kann eben über diese Aktien auch am Kupferanstieg teilhaben. Also das wäre jetzt die Möglichkeit, direkt auch auf die Aktien dieser Kupferproduzenten zu setzen. Wie sieht es da jetzt im Produktbereich aus? Ja, genau. Wenn Sie auf Kupfer direkt setzen wollen, dann werden Sie bei uns typischerweise bei den Hebelprodukten fündig. Und da sind beliebte Anlageklassen die Mini-Future und die Turbo-Optionsscheine. Anleger, die ein bisschen risikoaverser sind und nicht auf Hebelprodukte setzen wollen, denen bieten wir die Möglichkeit, eben derzeit über eine Aktienanleihe an den eben drei genannten Unternehmen, also Freeport-McMoRan, Glencore und an der BHF Group, eben an der Kupferpreisentwicklung teilzuhaben. Das Produkt, das ist bis nach Pfingsten in Zeichnung, also gut noch 2 Wochen, bis zum 25. Mai, bietet Ihnen Coupon von 12,5% per anno. Und wenn die drei Aktien eben während der Produktlaufzeit die Barriere von 65% nicht unterschreiten, dann bekommen Sie auch das volle eingesetzte Nominal zurück. Also, das haben wir jetzt gerade gehört. Das sind jetzt verschiedene Möglichkeiten, auf Kupfer oder die Kupferproduzenten zu setzen. Ich habe gerade aber auch schon von Ihrer Seite das Wort Risiko irgendwo anklingen hören. Auf welche Risiken muss man jetzt bei den unterschiedlichen Produktarten achten? Ja, also bei der Aktienanleihe wie bei den Hebelprodukten muss man natürlich als allererstes mal den Marktpreis oder das Marktpreisrisiko sehen. Selbstverständlich ist es nicht garantiert, dass Kupfer sich so entwickeln wird, wie ich es erwarte. Und genauso ist es auch bei den Aktien. Heißt, entwickeln sich Kupfer oder die Aktien eben entgegen meiner Erwartungen, dann werde ich höchstwahrscheinlich ein negatives Investitionsergebnis erzielen. Zudem haben Sie bei den Produkten auch immer ein Emittentenrisiko. Und in Bezug auf die Aktienanleihe ist noch zu sagen, es ist eine Aktienanleihe, die sich auf mehrere Unternehmen bezieht, eine sogenannte Multi-Worst-Off-Struktur. Und da haben Sie noch ein Korrelationsrisiko. Das bedeutet, es langt eigentlich, wenn sich eine der genannten Aktien negativ entwickelt und die Barriere reißt, dass eben die volle Rückzahlung des Nominals nicht mehr garantiert ist. Also Risiken gibt es durchaus auch. Vorher natürlich informieren, aber jetzt haben wir über ein paar Möglichkeiten gesprochen, wie man jetzt eben, wenn man das möchte, noch auf Kupfer setzen kann, obwohl es jetzt in der letzten Zeit schon ziemlich rund gelaufen ist beim Kupferpreis. Herr Hartmann, vielen herzlichen Dank fürs Interview. Ich danke Ihnen. Ja, liebe Zuschauer, soweit unser Blick auf das Kupfer. Ist ja in der letzten Zeit wirklich ganz schön nach oben gerannt. Und dementsprechend stellt man sich natürlich dann immer die Frage, wie viel Luft ist da noch nach oben? Und dementsprechend haben wir uns das in dieser Sendung ein bisschen genauer angeguckt. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.